Gerade Kinder werden durch die Corona-Krise besonders getroffen. Für sie ist der Shutdown mit all seinen Folgen ganz schwer zu verstehen. Hinzu kommt, dass Eltern immer mehr an ihre Belastungsgrenze kommen. Und zwar dadurch, dass sie auf der einen Seite die Kinderbetreuung sicherstellen müssen und auf der anderen Seite im Homeoffice oder insgesamt ihrer Arbeitsverpflichtung nachkommen müssen. Aber die Träger müssen unbedingt entlastet werden. Entweder durch die Erstattung der Gebühren der Eltern oder durch die Erstattung der tatsächlichen Kosten durch die Länder. Bund und Länder müssen unbedingt, und zwar schnell, zu einer Einigung kommen. Als Freie Demokraten stehen wir natürlich an der Seite unserer Familien, weshalb wir auch in den Deutschen Bundestag einen Antrag eingereicht haben, in dem wir eine unbürokratische Corona-Elternzeit fordern mit entsprechenden Möglichkeiten zur Arbeitszeitreduzierung und Kündigungsschutz. Das entlastet Eltern und damit natürlich auch unsere Kinder. Dafür kämpfen wir.